Hartz-IV-Empfänger, Obdachlose, Geringverdiener. Mehrere Wochen haben wir Menschen in einem sozialen Brennpunkt in Köln begleitet. Wir wollen wissen, wie verändert die Corona-Krise ihr Leben? Für die Leute ist das absolut der GAU. Was muss passieren, damit die Schwächsten im System nicht noch ärmer werden? Meines Erachtens müsste jetzt aktuell ein Sofortprogramm starten für alle Hartz-IV-Empfänger. 50 Euro mehr. Viele hier fühlen sich von der Politik vergessen. Da muss die Regierung auch für uns was tun. Nicht nur für die Großen, auch für die Kleinen. Mitte März im Kölner Stadtteil Pfingst, ein sozialer Brennpunkt. Wir sind unterwegs mit der Seelsorgerin Marianne Arndt. Sie ist auf dem Weg in ein Seniorenheim, zu einer Trauerfeier. Noch gilt hier kein strenges Kontaktverbot. So, lasst uns beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Eigentlich wollte Gertrud Hansen in der benachbarten Kirche Abschied von ihrem Mann Klaus nehmen, der 2 Wochen zuvor verstorben war. Doch das Haus zu verlassen ist für die Seniorin zu gefährlich. Deswegen hält Seelsorgerin Marianne Arndt die Trauerrede hier. Herr guter Gott, so lass uns beten und um Gottes Segen bitten. Für alle Menschen in dieser ganzen Welt, die durch diesen schrecklichen Virus so beeinträchtigt sind. Marianne Arndt arbeitet als Gemeindereferentin in der katholischen St. Theodor-Gemeinde. Seit der Corona-Krise ist sie rund um die Uhr im Einsatz. Also für mich zeichnet sich Pfingst aus, dass es besonders arm ist, weil es viele, viele Menschen hat, die Hartz-IV-Empfänger sind, alleinerziehend sind, aus unterschiedlichen kulturellen Gegebenheiten kommen, viele Menschen mit geringerem Bildungsniveau. Und all dies sammelt sich leider Gottes hier in diesem Stadtteil an. Und das ist eine Ballung. 13.000 Menschen leben in Pfingst. 15% sind arbeitslos. Laut Kirchengemeinde sind 26% der Haushalte überschuldet und mehr als die Hälfte der Kinder von Armut betroffen. 2 Wochen haben wir Marianne Arndt bei ihrer Arbeit begleitet. Sie erlebt täglich, wie die Corona-Krise die Armut noch weiter verschärft. Über sie lernen wir Familie Olberts kennen. Die Familie hat 5 kleine Kinder zwischen 10 Monaten und 7 Jahren und ist in Not. Hallo? Die Kinder hatten Kontakt mit einem Corona-Positiven und sind in Quarantäne. Wir dürfen nicht mit in die Wohnung. Deswegen bitten wir Christoph und seine Frau Melanie, für uns in der Wohnung zu filmen. Christoph Olberts ist freier Fotograf, Alleinverdiener. Mit dem Verdienst kommt die Familie sonst gerade so über die Runden. Nun sind alle 5 Kinder den ganzen Tag in der Wohnung. Da ist Arbeiten kaum möglich und Aufträge bleiben wegen Corona aus. Ernährer einer 7-köpfigen Familie und dann selbstständig und nur ein Mann Unternehmen und dann nicht arbeiten zu können, das sieht dann natürlich nach einem finanziellen GAU aus. Was die Corona-Krise für die Einkommensschwächsten der Gesellschaft bedeutet? Im Park treffen wir diese Männer. Sie leben von Hartz IV, einer ist obdachlos. Kleine Zuverdienste wie Flaschen sammeln fallen für sie jetzt weg. Früher war das ganz normal, dass überall Flaschen waren und dass man sich aufgehalten hat. So, ne? Und jetzt findet man kaum Flaschen. So, ne? Detlef Hammer hatte eigentlich einen 1-Euro-Job als Parkreiniger. Doch der Zuverdienst ist gestrichen. Weil die Parks wurden hier geschlossen. So, da wurden wir automatisch rausgestellt. Und das war's. Geht nach Hause bis zum 19.04. und fertig. Der 1 Monat, der fehlt uns hier. Das sind ungefähr, was sind das, 230, wenn wir durcharbeiten und keine Probleme dazwischen kommen. Dann kriegen wir die 230, 240 Euro. Das Jobcenter Köln hat viele dieser Jobs vorerst ausgesetzt. Die Leute sollen sich so wenig wie möglich begegnen, teilt man uns auf Anfrage mit. Wir kriegen kein Geld, wir sind 1 Monat freigestellt. Man sollte uns mindestens 80 Cent geben als Entschädigung. Ausgleich. Aus Ausgleich. Was haben Sie denn jetzt momentan in der aktuellen Zeit? Was bleibt Ihnen noch?
209 Euro. Im Monat. Im Monat? Direkthilfen für 1-Euro-Jobber sind in den Milliardenprogrammen vom Bund nicht vorgesehen. Hat meine Mutter hier gearbeitet. Und da muss die Regierung auch für uns was tun. Nicht nur für die Großen, auch für die Kleinen. So sieht das aus. Sie fühlen sich alleingelassen. Und es gibt noch ein Problem. Am Tag, nachdem die bundesweite Kontaktsperre verhängt wurde, hat auch in Pfingst die Tafel geschlossen. Für viele ein gravierender Einschnitt, wie uns Marianne Arndt zeigt. Guten Tag zusammen. Jeden Dienstag kamen bis zu 200 Menschen hierher, um sich mit Essen zu versorgen. Menschen, die auf die Tafel angewiesen sind. Doch zu groß war die Sorge, dass sich die vielen Bedürftigen und die Tafelmitarbeiter auf so engem Raum gegenseitig anstecken. Und wo sich der Sozialstaat zurückzieht, verschärft sich nun die Not. Für die Leute ist das absolut der GAU. Und wenn ich für meine Mitarbeiter sprechen darf, denen geht das auch nicht anders. Das ist ja hier auch Kommunikation und gibt eine Wochenstruktur. Und natürlich noch die Hilfe der Lebensmittel. Das heißt also, es ist eine doppelte Armut, die jetzt hiermit nochmal produziert wird. In Köln hat rund die Hälfte der 35 Tafeln zu diesem Zeitpunkt die Arbeit eingestellt. In Pfingst ist das besonders dramatisch, denn die Menschen werden hier nicht nur mit Essen versorgt, sondern auch mit Kleidung und anderen Dingen des täglichen Bedarfs. Fast 30% der Menschen leben im Stadtteil Pfingst von Hartz IV. Die Tafel ist vor allem für sie überlebenswichtig. Ohne diese Hilfe wird das Leben teurer. Aber eine Erhöhung der Regelsätze ist in den Plänen der Bundesregierung nicht vorgesehen. Meines Erachtens müsste jetzt aktuell ein Sofortprogramm starten für alle Hartz-IV-Empfänger. Die sind registriert, der Staat hat die Kontonummern von denen und pro Hartz-IV-Empfänger und Kind 50 Euro mehr bezahlt werden. Und wenn das mit der nächsten monatlichen Rate denen aufs Konto kommt, dann könnte ich mir vorstellen, dass das eine Hilfe wäre. Zurück zur Familie Olberts. Über eine Woche schon dauert jetzt die Quarantäne der siebenköpfigen Familie. Wir fragen durchs offene Fenster. Der Lagerkoller macht allen zu schaffen und vor allem die Geldsorgen. Natürlich ist die Panik, wenn man nicht zum Arbeiten kommt, nicht weiß, ob man die Familie ernähren kann. Ich schreie dann zwischendurch rum, weil ich dann einmal kurz Ruhe müsste, um irgendeine Tätigkeit mal fertig zu bekommen. Irgendein Mailing oder irgendeine Abrechnung. Ob er auf staatliche Hilfe hofft? Davon gehe ich allemal aus, weil hier geht es ja um ein Schicksal von 7 Personen auf einen Schlag. Einzelverdiener, 5 Kinder, meine Frau ist Hausfrau und Mutter, von daher denke ich mal, wenn so eine Situation wie bei uns nicht unterstützt wird, dann weiß ich nicht, wer unterstützt werden sollte. Die 3 ältesten Kinder essen sonst täglich in der Kita oder Schule. Nun müssen sie jeden Tag zu Hause bekocht werden. Und viele günstige Produkte sind in den Supermärkten schnell vergriffen. All das heißt für die Familie weniger Einkommen, höhere Kosten wegen der Corona-Krise. Lili, kommst du einmal kurz hier durch? Ja. Etliche soziale Einrichtungen haben mittlerweile geschlossen. Dichtmachen war hier beim Sozialdienst katholischer Männer keine Option. Hierher kommen die, die überhaupt keine Lobby haben, suchtkranke Menschen und Obdachlose. Das Café ist geschlossen, aber die Essensausgabe läuft weiter. Denn viele haben jetzt noch weniger Geld als vor Corona. Viele unserer Klienten sind darauf angewiesen, dass sie auch andere Einnahmequellen haben, aber viele andere Einnahmequellen sind im Moment einfach versiegt. Betteln oder Flaschen sammeln, das funktioniert in der aktuellen Situation nicht. Und jetzt gerade zum Monatsende haben wir eine ganze Reihe von Leuten, die einfach kein Geld mehr haben und die darauf angewiesen sind, dass sie Lebensmittel von uns bekommen können. Für viele ist die Beratungsstelle der letzte Rettungsanker in Zeiten von Corona. Für Kevin etwa. Wie ist denn Ihre Situation? Beschreiben Sie mal ein bisschen. Ja, ist ohne Wohnung und so weiter, ne? Also das ist nicht so interessant. Aber wo wohnen Sie denn gerade? Auf der Straße, ne? Deswegen finde ich gut, dass Sie hier noch weiter aktiv sind und
den Leuten was zu essen anbieten und so weiter, weil mit einem leeren Magen ist nicht so schön, ne? Und dann doch noch eine gute Nachricht. Vorgestern öffnete auch die Pfingstertafel wieder. Lebensnotwendig hier, wo das Existenzminimum nicht mehr ausreicht in Zeiten von Corona. Deswegen hat man eine neue Lösung gefunden. Wir wollen innen drinne, damit das abgeschottet ist und nicht im Sonnenlicht ausgesetzt ist, innen drinne in Tüten verpacken, dann die Tüten wieder raustragen und dann den Leuten in die Hand drücken sozusagen. So ist die Ansteckungsgefahr geringer. Hilfe kommt vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln. Mitarbeiter des Vereins achten darauf, dass die Menschen Abstand halten. Der Bedarf ist groß. Es kommen mehr als 100 Menschen. Zurück zur Familie Olberts. Klasse. Zwei Wochen Quarantäne sind vorbei. Endlich wieder Besuch. Marianne Arndt kommt, um der Familie zu helfen. Da hast du schon angefangen, Antrag auf Soforthilfe 2020. Das schon, Als selbstständiger Fotograf könnte Familienvater Christoph die Soforthilfe aus den Hilfspaketen der Bundesregierung erhalten. Eine Unterstützung, die er dringend braucht. Genauso wichtig für ihn aber die Hilfe aus der Gemeinde. Also wenn wir diese Hilfe nicht bekommen hätten, wären wir absolut verzweifelt. Das gibt Hoffnung und das bringt frischen Wind rein, diese Herzlichkeit. Das ist also wirklich ein Geschenk des Himmels. Das ist zauberhaft. Endlich wieder raus mit der ganzen Familie. Und die Hoffnung nicht aufgeben. So wollen sie hier in Köln-Pfingst irgendwie durchkommen durch die Krise.